Ja, du musst doch mal mitmachen. Du musst mich anspielen. Ja, schlimm hier. So, jetzt hab ich dich angespielt. Ja, Robby. Hopp. Das ist eine Streuung da, du. Pirna Kopitz bei Dresden, jedes Jahr im Sommer. Trainingscamp von Ralf Minge und Ulf Kirsten. Rund 50 Jungs spielen, schwitzen und lachen gemeinsam mit ihren großen Vorbildern. In den Pausen zwischen den Übungen immer wieder das Gleiche, die Trainer im Kreuzfeuer. Und wann haben die mit Fußball angefangen? Das Fußball-Feriencamp gibt es nun schon seit 7 Jahren. Viele der jungen Talente aus der Region Dresden und Ostsachsen sind von Anfang an dabei. Unübersehbar die beiden ehemaligen Dresdner Dynamos und heutigen Trainer bei Bayer 04 Leverkusen haben genauso viel Spaß wie die Steppkes. Hallo Fans, wenn ich an mein Abschiedsspiel in Dresden denke, läuft es mir heiß und kalt den Rücken runter. Auf diesem Wege möchte ich mich recht herzlich bedanken für eine fantastische Zeit, ob in Dresden oder in Leverkusen. In den nächsten 45 Minuten können wir nochmal in alten Erinnerungen kramen oder denkwürdige Spiele Revue passieren lassen. Dabei viel Spaß. Dresden groß geworden und mir war eigentlich klar, weil er nicht nur der Fußballstar ist, sondern auch der Mensch mit allen Ecken und Kanten kämpft, fightet, Einsatz, Siegeswillen, neben den vielen entscheidenden Toren, dass der hier wieder ankommt, dass er hier nach wie vor ein Kind von Dresden ist, dass er nach wie vor beliebt ist und trotz der großen Identifikation, die er mit Leverkusen hat oder auch mit seinem Job hat, war das hier für mich von vornherein klar, dass die Dresdner hier ihm so einen tollen Abschied machen würden. So viele Jahre vor allen Dingen ganz vorne in der Spitze spielt und immer die Rübe hinhält, wo andere den Fuß wegziehen, da muss man wirklich großen Respekt haben. Er ist ihm immer entwischt, also man hat ihn immer probiert, so eng zu decken wie möglich. Aber er hat sich immer wieder frei gemacht und seine Tore geschossen. Das hat ihn eben auch über Jahre hinweg ausgezeichnet. War nicht einfach, ihn auszuschalten. Er wird es zwar nicht zugeben, aber er hat ja gar nicht das große Talent gehabt, wie viele andere. Ne? Er hat aber einen Riesenvorteil gehabt. Er hat einen unglaublichen Willen gehabt, sich natürlich zu verbessern. Er hat einen unglaublichen Willen gehabt, sich durchzusetzen. Das große Talent war seine Nase vor dem Tor, das ist schon richtig. Aber so die rein fußballerischen Dinge waren ja bei ihm gar nicht so extrem ausgeprägt. Und dementsprechend hat er sich alles hart erarbeitet. Dresden 1979. Fast jedes Kind wollte damals Fußballer werden und träumte von Dynamo. Auch dieser Steppke aus Godes bei Riesa, sein Name Ulf Kirsten. Wo ich damals dahin gekommen bin, fiel mir es auch schwer. Ich bin von Elternhaus zu Hause weg, hatte unheimlich Probleme und wir haben eine Gemeinschaft gehabt, wo wir uns selber da rausgezogen haben. Wir haben das in der Mannschaft geschafft und es war wirklich eine schöne Zeit. Ich würde es jederzeit wieder machen. Heute, fast 25 Jahre später. Viel hat sich in Dresden nicht verändert. Ralf Fischer steht immer noch auf dem Hartplatz hinter der alten Tribüne. Ulfs erster Trainer bei Dynamo erinnert sich an den kleinen Kirsten. Außerhalb vom Training war eigentlich hier im Stadion
sehr zurückhaltend, unauffällig auf dem Spielfeld natürlich, hat er seine typischen Eigenschaften, Zweikampfverhalten, Engagement, Torgefährlichkeit schon von als 13-Jähriger angeboten. Unter Harald Fischer gelang den schwarz-gelben Talenten mit Ulf Kirsten das erste große Ding, Spartakiade-Sieger. Auf dem Weg zur Goldmedaille trafen sie den Trainer der heutigen Dynamo-Elf, Christoph Franke, damals Coach der Karl-Marx-Städter. Auch ihm war der Schwarzschopf aufgefallen. Ja, er war dort noch rechts außen. Wir hatten Udo Fankhänel auf der linken Seite und das waren immer wunderbare Duelle. Schon als 13-Jährige mit Kratzen und Festhalten und allem drum und dran. Einzigartige Filmdokumente vom Sommer 79 in Berlin. Ulf Kirsten, damals ganze 13 Jahre alt, in Aktion. Im Endspiel bekamen es die Dresdner mit Vorwärts Frankfurt zu tun. Das Tor zur Goldmedaille schoss Ulfs bester Freund und Kumpel, der spätere Nationalspieler Jürg Stübner. Nicht nur auf dem Platz waren sie ein unzertrennliches Pärchen. Beide hatten nur den Fußball im Kopf. Dem Trainer war das nicht immer einfach. Sie haben geschwiegen, also jedes Wort, was man von denen hörte, war Gold wert. Auch, ich muss sagen, wenn ich Ulf heute im Interviews oder so höre, ist er schon gesprächiger geworden. An der Kinder- und Jugendsportschule war das ganz anders. Auch wenn sich Ulf nach so vielen Jahren kaum noch an irgendwelche Details erinnern kann oder will. Also, so lange her, ich denke, die reden nur gut von uns. Nein, wir hatten eine fantastische Klasse hatten wir. Also es waren alles Spieler, mit denen man gut hingekommen ist. Und es hat schon was abgefordert, es war aber auch ziemlich interessant. Und Fußballer waren in der Schule relativ quick lebendig. Ulfs ehemalige Chemielehrerin hatte sich etwas einfallen lassen, um das Interesse am Stoff zu wecken. Sie erschien zum Unterricht in den Dynamo-Farben. Schwarze Bluse, gelber Rock. Welches Gejohle hier stattgefunden hat. Und ich natürlich so einen roten Kopf hatte. Ja, es hat sich aber positiv für den Chemieunterricht ausgewirkt. Sie haben dann auch ein bisschen hingehört, wenn ich also etwas über Chemie gesagt hatte. Und ab und an habe ich dann bewusst mal das wieder angezogen und muss schon sagen, hat sich beflügelnd ausgewirkt. Ulf Kirsten wusste immer, was er wollte. Im Sommer 83 ging sein großer Traum in Erfüllung. Er schaffte den Sprung in die erste von Dynamo. Mit 17 gab er sein Debüt in der Oberliga, übrigens gemeinsam mit Jürg Stübner. An der Seite von Dörner, Schmuck, Schad und Häfner zeigten die beiden Jungspunde keine Angst vor großen Namen und verschafften sich schnell Respekt. Hier Bilder vom Punktspiel in Jena. Der damalige Dynamo-Trainer Klaus Sammer baute Stübner und vor allem Kirsten behutsam auf. Mit Kurzeinsätzen wurde der Schwarze nach und nach an das Niveau im Dresdner Team herangeführt. Auf seinen ersten Treffer musste Ulf eine Weile warten. Mai 84, das erste Oberligator im Stadion der Freundschaft bei Vorwärts Frankfurt. Und das Fazit des Trainers nach Ulfs erster Saison. Beim Ulf Kirsten ist es noch etwas wechselhaft und hätte dadurch dann auch die Aufgaben der Juniorenauswahl noch wahrgenommen. Aber ansonsten können wir in Zukunft natürlich auch mit Kirsten hoffen. Der Ulf war sehr fleißig im Training. Es gab an sich überhaupt keine Anlässe in diese Richtung, dort mit einzuschreiten. Und solche Dinge wie Alkohol und dergleichen Dinge mehr und Rauchen, so, das gab es beim Ulf sowieso nicht. Der Erfolg wurde sein Begleiter. Pokalsieger mit Dynamo in Berlin, ausgerechnet gegen den BFC Dynamo, den Erzrivalen. Mit 19 spielte Ulf schon im Europapokal und in der Nationalmannschaft. Das Fernsehen der DDR zeigte 1985 dieses Porträt über die Dresdner Stürmerhoffnung. Der Dresdner Flügelstürmer erzielte in bisher 39 Oberligaspielen 11 Tore, davon fast die Hälfte per Kopf. Mit dem Fußball begann der aus Gohlis bei Riesa stammende Schwarzschopf im Alter von 7 Jahren bei Chemie Riesa. Sein erster Übungsleiter war Günter Quaas, der den aufgeweckten Jungen das Fußball-ABC beibrachte. Walter Fritsch entdeckte ihn dann für die Dresdner Spartakiade-Auswahl. Seit 1979 trainiert der jetzige Maschinen- und Anlagenmonteur bei Dynamo Dresden. Anfangs bei Harald Fischer, nun bei Klaus Sammer im Oberliga-Kollektiv.
Jung ist ja der Ulf Kirsten mit seinen 19 Jahren auch schon erfolgreich? Na, das könnte man doch so sagen, denn ich habe den Sprung in die Nationalmannschaft geschafft und bei Dynamo Dresden habe ich mir auch einen Stammplatz erkämpft. Wo sehen Sie Ihre Stärken, wo Ihre Schwächen? Meine Stärken sehe ich im Durchsetzungsvermögen und in der Schnelligkeit und vielleicht auch noch im Kopfball und Schwächen im technisch-taktischen Bereich, wo ich dort schon Fortschritte gemacht habe. Ulf Kirstens Stärken und Schwächen wurden auch bei seinem Auswahldebüt im Mai des Jahres in Kopenhagen deutlich. Durchsetzungsvermögen, Schnelligkeit, aber noch nicht genügend Übersicht bei seinen Aktionen. Vor wenigen Wochen dann das erste Länderspieltor. Erst scheitert der Dresdner mit diesem Kopfball am norwegischen Torhüter Torstvedt. Dann aber ist es nach Sängers weitem Flugball soweit. Ja, was spielt nun Ulf Kirsten wohl am liebsten? Stürmer. Schon immer? Ja. Welche Vorbilder haben Sie, Ulf Kirsten? Da würde ich Achim Streich nennen, denn er hat doch sehr schöne Tore gemacht, auch wo er jung war in der Nationalmannschaft. Und das hat mich immer imponiert. Wie schwer ist es eigentlich für einen jungen Spieler, sich in einer Mannschaft wie Dynamo Dresden zu etablieren, die ja zahlreiche Routiniers in ihren Reihen hat? Ja, die älteren Spieler, die fügen einen gut ein. Sie helfen einem im Spiel und sie sagen, wenn man einen Fehler macht, sie sagen einem das auch. Was war bisher sportlich Ihr größtes Erlebnis? Also der Pokalsieg 1985. Und das schönste Tor? Gegen Rapid Wien. Und das ist noch einmal dieser Treffer. Über die Stationen Loser, Schuster kommt der Ball in die Mitte. Ulf Kirsten fliegt förmlich heran, das 3:0 im Hinspiel. Für den 19-Jährigen hing seinerzeit der Fußballhimmel voller Geigen, doch das dicke Ende ist bekannt. 14 Tage später das Aus in Wien. Welche sportlichen Ziele haben Sie? Mit Dynamo Dresden endlich mal den Meister zu holen, im EC ein Stück weiter zuvor zu dringen und mit der Nationalmannschaft doch mal Erfolge zu erringen. Was wünscht sich Ulf Kirsten ansonsten für die Zukunft? Erst einmal Frieden, das wäre das Wichtigste bei uns. Und Gesundheit, dass es noch viel auch Fußball spielen kann. Das Leder unter den Querbein. Die Entscheidung fiel in der 30. Minute durch diesen Solo-Ritt von Ulf Kirsten. Die letzten Autogramme als Aktiver. Viele seiner heutigen Fans haben ihn nie im schwarz-gelben Trikot spielen sehen. Nach 13 Jahren in Leverkusen stand seine Entscheidung fest, der Abschied muss in Dresden über die Bühne gehen. Ulf hoffte auf 15.000 Fans und noch ein bisschen mehr. Viel Spaß, viele Zuschauer, viel Freude, vielleicht kommen nochmal wirklich alte Emotionen hoch und das Gänsehaut-Feeling, was ich eigentlich im Europacup immer hatte. Die Saison 88-89 für Dynamo und Ulf wurde es ein besonderes Jahr. Über Aberdeen, Wacheghem, den AS Rom und Viktoria Bukarest schafften die Dresdner erstmals in ihrer Vereinsgeschichte den Sprung ins Europapokal-Halbfinale. Kirsten schoss Tore wie am Fließband, das Geheimnis, ein Zaubertrunk. Das war, glaube ich, Rotwein, Traubenzucker, Ei und eine Mischung. Die haben wir vor dem Spiel getrunken. Hat eigentlich ganz gut geschmeckt und wir haben den nächsten Tag nicht verloren, haben wir das immer beibehalten, solange bis wir verloren haben.
Kuriose ist ja, dass wir die jetzt auch beim Spiel kriegen, hier zu trinken in Anfang vorher. Nur wir hatten in Dresden, wir kriegen hier so ein 0,2, 0,3 Liter Glas. Wo uns waren vielleicht das Glas vielleicht ein bisschen größer. Geführt wurde die Dynamo-Mannschaft damals mit harter Hand. Trainer Eduard Geier war eigentlich nie zufrieden. Im Achtelfinale wartete mit dem AS Rom ein besonders schwerer Brocken. Doch sowohl in Dresden als auch in Rom jubelte nicht Rudi Völler, der damals am Tiber seine Brötchen verdiente, sondern Ulf Kirsten, inzwischen 23. Die andere Seite ist, dass der Ulf eigentlich kein großes Problemkind war. Das einzige Ärger, den er mir gemacht hat, ist, dass er rausgeflogen ist, damals gegen Dynamo Bukarest im Europapokal. Hauptmann legt ab auf Pilz. Bukarest, Februar 89, Viertelfinale, Hinspiel. Da soll ein Foulspiel vorgelegen haben von Kirsten. Oh, das ist natürlich bitter. Rote Karte für Kirsten. In diesem Moment schien alles aus. Wo ich mir gesagt habe, also wir sind eigentlich zu blöde, mal das Halbfinale zu schaffen mit Dynamo Dresden. Schiedsrichter Seim schickt Ulf Kirsten hinaus. Ja, das kann doch bald nicht wahr sein. Nach 2 Minuten, ganz offensichtlich, hat er dort eine Tätigkeit des Dresdners erkannt. Ich habe es nicht gesehen, ich sage es Ihnen ganz ehrlich. Der Ulf Kirsten wurde dort in einem Zweikampf festgehalten, hat sich losgerissen in seiner Art. Und der rumänische Spieler war so ungeschickt, sich in diesem Zweikampf so zu verhalten, dass er ihm den Ellbogen genau ins Gesicht bekam. Ich würde das nicht als eine Tätigkeit bezeichnen, sondern die Spielweise von Ulf Kirsten, der mit Ecken und Kanten arbeitet. Er wurde auch sehr hart attackiert. Er hat sich gewusst zu wehren und so muss ein Stürmer Fußball spielen. Auch die Fans haben Kirstens Spielweise immer geschätzt, ihm die rote Karte von Bukarest, übrigens die einzige in seiner Dynamo-Zeit, längst verziehen. Ohne Ulf schafften die Schwarz-Gelben damals im Frühjahr 89 den Sprung ins Halbfinale. Ohne ihn mussten sie dann auch nach Stuttgart. Das Team von Ede Geier hatte in beiden Spielen gegen den VfB ein Problem. Es fehlte ein Wühler, ein Kämpfer, ein Knipser. Diese Lücke war nicht zu schließen. Im Halbfinale hat uns dann sehr gefehlt gegen Stuttgart. Ich denke, wir waren da einfach zu schwach besetzt, um Ulf dort ersetzen zu können. Denn wir hätten die Chance gehabt, gegen Neapel zu spielen, damals noch mit Maradona. Und Stuttgart war auch nicht so eine Übermannschaft, die man hätte nicht schlagen können. Am Ende der Saison gab es trotzdem allen Grund zum Feiern. Der DDR-Dauer-Champion BFC Dynamo war von dieser Besatzung gestürzt worden. Die erste Meisterschaft nach 10-jähriger Abstinenz. Obenauf als Feuerwehrmann, auf dem Rasen ohne Helm, aber immer in vorderster Front, Ulf Kirsten. Mit 14 Toren hatte er maßgeblichen Anteil am großen Triumph. Sammer wird geschickt, Kirsten löst sich aus der Mauer, wird prompt bedient, eine einstudierte Variante, die Führung. Wir haben uns eigentlich mal selbst im Training ausarbeitet. Wir üben ständig weiter für Training und das gehört dazu. Ich sperre links die Mauer ab, lang einmal überläuft rein und am meisten klappt es im Training und heute ist mein Spiel auch. Dynamo Dresden 3:1 gegen Erfurt mit dem künftigsten Oberligator von Ulf Kirsten. Schöner Angriff, schönes Tor, da darf man sich freuen. Auswahlspieler Kirsten und Sammer erhöhten den Druck. Thank you.
Berlin, Oktober 89. Nicht nur in der BFC-Abwehr ging es drunter und drüber, sondern in der ganzen Republik. Es begann eine aufregende Zeit, die Wende. Gut zwei Wochen später ging es nach Wien zum entscheidenden Spiel in der WM-Qualifikation gegen Österreich. Ein einziger Punkt fehlte noch bis zum Endrundenticket. Doch Kirsten und Co. hatten ganz andere Dinge im Kopf, die Bundesliga. Die Sieger dieses Mittwochabends hießen Toni Polster und Österreich, aber auch Rainer Kallmund und Bayer Leverkusen. Schon einen Tag später war alles klar. War aber dann Donnerstag hier, bevor Ulf Kirsten hier eintraf. Wir haben dann Donnerstag schon alle unter Vertrag genommen. Kirsten, Sammer und Andreas Thom, das war eine super Geschichte. Wir kannten sie natürlich, das waren die großen Spieler des DDR-Fußballs. Dann kam ein bisschen Sand ins Getriebe. Helmut Kohl, der damalige Bundeskanzler oder der Kanzler der Wiedervereinigung, hat natürlich auch darauf hingewiesen, dass es nicht gerade so gut ist, wenn so ein Großkonzern wie Bayer Leverkusen mit seiner Mannschaft jetzt direkt die drei besten Spieler hier wegholt. 26. Mai 1990, Dresden feierte den 8. Titel von Dynamo. Standesgemäß hatte es zuvor beim schwer erkämpften 3:1 gegen Lok Leipzig auch einen Kirstentreffer gegeben. Einziger Wermutstropfen, es war sein definitiv letztes Tor in Dresden. Die Zeit des Abschieds war gekommen. Eine Woche später Pokalfinale gegen den PSV Schwerin. Kurz vor Schluss machten Sammer und Kirsten mit seinem allerletzten Tor für die Schwarz-Gelben das dritte Double perfekt. Bitter für alle Fans, in dieser Besetzung sollten sie ihre Lieblinge nie wiedersehen. Kirsten und Co. wechselten in die Bundesliga. Heute ist Ulf ein Medienprofi. Die Hektik zu seinem Abschiedsspiel meisterte er scheinbar unbeeindruckt. Ein Interview hier, eine Anfrage dort und für ihn besonders wichtig, der Kontakt zu seinen Fans. Im Sommer 90 begann für Ulf ein neuer Lebensabschnitt. Fußballerisch machte er unter dem Bayerkreuz dort weiter, wo er in Dresden aufgehört hatte. Kirsten ging in den Strafraum und machte seine Tore. Reinhard Saftig und Dragoslav Stepanovic hießen seine Trainer beim Praktikum im Profifußball. Davon hatte Ulf immer geträumt. Jetzt lernte er die Bundesliga kennen und die Bundesliga ihn. Das ist ja die Seite, die man bei Ulf Kirsten nicht kennt. Man kennt ihn nur als knallharten Profi, als Beißer, als Kratzer, als Fighter, als Tormaschine. Und das ist die andere Seite. Sehr einfühlsam, toller Familienmensch, toller Ehemann, toller Vater. Und die sind schwer zu finden, solche Typen. Der Höhepunkt an diesem Abend des 16. November 2003. Der Einlauf der Gladiatoren. Dresden wusste, was es seinem Sohn schuldig war. Das Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion mit weit mehr als 30.000 Zuschauern voll besetzt. Und da kommen Ulfs Spezies. Auch sie haben sich nicht lange bitten lassen. Rudi Völler höchstpersönlich im Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion. Hier der bewegende Moment. Er, der viel für den Nachwuchs tut, kommt mit 20 Kindern auf den Rasen. Und dort kommen zum ersten Mal die Gefühle. Meine Lebensphilosophie ist immer, das, was du gibst, kriegst du in der Regel auch zurück. Und wenn man sich überlegt, seine Idee hier umzusetzen, sein Abschiedsspiel hier zu machen, und wenn man dann die Kulisse sieht, die Art und Weise, den Abschied, auch die Leute, die gekommen sind. Wenn man das heute Abend hier sieht, dann hat er eigentlich alles richtig gemacht. In seiner Karriere sowieso, aber auch jetzt danach. Ich meine, das schaffen ja auch nicht viele. Und bis hierher muss ich sagen, großen Respekt und ich genieße das ja selber auch sehr. Pyrotechnik erlaubt. Übrigens vor gut einem Jahr gab es eine Fluthelfer-Gala, damals organisiert von Ulfs Verein, von Bayer 04 Leverkusen. Und nach diesem Fest kam ihm spontan die Idee. Mein Abschied, der muss in Dresden sein. Ja, auf die Dresdner Fans, da konnte sich Ulf schon immer verlassen. So eine Stimmung, unbestritten, gibt es nur im fußballverrückten Elbverein.
Den größten Beitrag haben ja hier letztendlich die Fans geliefert, indem sie so zahlreich erschienen sind, indem sie diese Stimmung hier veranstaltet haben, indem sie sich im Vorfeld Gedanken gemacht haben, wie können wir den Ulf verabschieden. Und ich glaube, der Ulf ist heute der glücklichste Mensch der Welt. Alle, aber auch wirklich alle waren gekommen, um ihm noch einmal Danke zu sagen. Lassen Rudi Völler mit einem Trikot der deutschen Nationalmannschaft. Rudi, ganz kurz Einsatz dazu. Da wollen wir dieses Trikot anfertigen lassen mit allen Namen von allen Nationalspielern und dass er sich immer daran erinnert, dass er in der Nationalmannschaft immer nicht nur willkommen war, auch eine ganz wichtige Figur. Also das Nationalmannschaftstrikot überreicht vom Teamchef von Rudi Völler für Ulf Kirsten. Das große Spiel konnte also beginnen. Ulf in den Farben von Bayern 04 mit seinem Dreamteam. Los geht's. Erst einmal Ball sichern. Erst einmal gucken, wo steht der Mann, weswegen alle nach Dresden gekommen sind. Natürlich in der Spitze und das wissen auch seine beiden Trainer von damals, Eduard Geier und Klaus Sammer. Und die beiden, die kennen Ulf sehr, sehr genau. Und da ist er. Und was macht er? Er setzt den ersten Knallbonbon. So wie wir ihn alle kennen. Und der Lautsprecher von früher aus der Bundesliga, der hatte natürlich auch etwas zu sagen. Dynamo Dresden ist eigentlich auch ein Traditionsverein, der in den bezahlten Fußball reingehört. Und das ist wieder so ein Highlight, was auch beweist, was hier für ein Potenzial steckt. Das Spiel ist ausverkauft, ein toller Rahmen für den Ulf Kirsten. Ist für mich auch ein bisschen so Wiedersehen mit der alten Heimat. Ich bin nicht weit von hier geboren, ich bin gerne hierher gekommen. Christoph Daum wurde etwa 100 Kilometer von Dresden entfernt im westsächsischen Raum Zwickau zur Welt gebracht. Und der Teamchef, der zeigt Dresden, was er noch drauf hat, ist heiß. Der erste Treffer an diesem denkwürdigen Abend. Auf dem Tablett vorbereitet von Ulf Kirsten. Das macht Rudi heiß. Auf einmal ist auch er wieder jünger geworden. Und nun Kirsten. Peng. Ganz leise sagen wir Peng. Und er freut sich, wie damals. Und er nimmt den Kopf hoch und er schaut, wo ist die Lücke? Und genau dorthin kommt der Ball. Er hat nichts, aber auch gar nichts verlernt. Athletischer Antritt, topfit und heiß auf Tore sowieso. Ja, der ist in der letzten Zeit eigentlich so viel gelobt worden, dass es schon peinlich ist, aber ich kann auch nicht Schlechtes sagen. Doch Ulf Kirsten kann noch viel mehr. Das werden wir uns gleich einmal in aller Ruhe anschauen. Da kommt der Ball auf Stefan Kunz. Der schaut, wo steht Ulf, und der verwandelt direkt mit dem Flipperautomaten im Bunde. Und das begeistert nicht nur René Müller, sondern auch seine frühere Konkurrenz. Mal die Resonanz vom Publikum heute zeigt doch, dass er auch sehr, sehr beliebt ist und die Leute haben darauf die richtige Antwort gegeben. Sie sind gekommen und das ist schön. Zur Halbzeit dieses allerfeinsten Fußballabends stand es 4:1. Natürlich für Ulfs Dreamteam. Und die Highlights aus diesen ersten 45 Minuten, bitteschön. Fußballbegeisterung war Ulf in die Wiege gelegt worden. Einer, der es wissen muss, Vater Kirsten. Ulf, du warst als kleiner Junge Fan von drei Fußballvereinen, von Stahl Riesa, von Dynamo Dresden und von Bayern München. Du hattest sogar ein Poster von Franz Beckenbauer in deinem Kinderzimmer hängen. Und ich muss sagen, eigentlich warst du doch der größte Fan von Bayern München. Vielleicht ein Grund, warum Ulf gegen die Bayern besonders heiß auf Tore war.
Ich kann mich an ein Spiel erinnern gegen Bayern München, wo wir zur Halbzeit, glaube ich, oder 2-0 in Rückstand geraten, Christian Wörns eine rote Karte kriegt und dann hat Ulf gedacht, weißt du was, drehe ich das Spiel mal ganz alleine. Mein Licht und der Ausgleich, Ulf Kirsten. Und da haben wir das Spiel noch mit 4-2 gewonnen, mit 10 Mann gegen 11 Münchner. Lehnhoff und Kirsten und da ist es, das 3-2. Das werde ich nie im Leben vergessen. Auf Kirsten, kein Abseits. Ramelow wartet. Und das 4-2. Und dafür kann ich Ulf noch ganz herzlich bedanken. Ulf, das war Spitze in den 3 Jahren Leverkusen, die habe ich richtig genossen. Da ist er wieder am Ball. Emerson. Und da ist Kirsten. Kirsten. Und der macht's. Der macht das 1-0 für Bayer Leverkusen. Immer wenn es gegen die Bayern geht, dann ist er da, der Schwatte. Ulf Kirsten trifft zum 1-0. Wenn ich dran denke an den Flug von Dresden nach Köln, wo der Blitz eingeschlagen hat, du bist ja ein bisschen vorgeschädigt in der Hinsicht und wir haben uns beide auf Deutsch gesagt in die Hosen geschissen und wussten nicht, ob wir da heil runterkommen sind, angekommen haben. Haben die Angst, dass wir runtergespielt. Das bringt alle Überlegenheit, wenn keine Tore fallen. Ballack, schön auf Neuville. Neuville, da steht Kirsten. Da hätten wir es. 1-0 Ulf Kirsten, 23. Wie guckt denn der? Völlig gelangweilt ging er von dannen. Wohl wütend, dass es so lange dauerte, bis er endlich drin war. An die Kartenrunden darf ich gar nicht denken. Mit dem Olli und mit dem Bernd. Du hast ja immer verloren, hast ja meistens beschissen. Von daher war das schon ziemlich frustrierend für dich. Aber nichtsdestotrotz, denke ich, haben wir viel Spaß gehabt. Kirsten wird schießen, das Geburtstagskind. Mit dem Geburtstagstor sein 150. Treffer in der Bundesliga. Und endlich konnte Ulf auch mal lachen. Seine Elfmeterbilanz in der Bundesliga, 10 geschossen, 10 verwandelt. Kann man nichts gegen sagen. Benny, der 16-jährige Sohn von Ulf, ist auch mit Leib und Seele Fußballer. Aber Kirsten Junior ist kein Stürmer, sondern steht im Tor. Und das hat seinen Grund. Bis 10 Jahre war ich Stürmer. Dann aber habe ich mich umentschieden, weil ich zu oft im Abseits stand. Hat dir der Vater nie erklärt? Nee, ich habe es nicht begriffen. Und jetzt fühlst du dich im Tor wohl? Ja. Und was sagt der Vater dazu? Der unterstützt mich. Und dann sage ich, okay. Zum Abschiedsspiel von seinem Vater gab Benny eine Kostprobe seines Könnens. Gegen diese Übermacht war er allerdings ohne Chance. In Fachkreisen wird der sportliche Werdegang des kleinen Kirsten schwer bedauert. Das ist ein genetischer Defekt oder wie auch immer. Der Benny war ja schon immer so ein verrückter Hund, der lieber im Tor gestanden hat, der Torwart-Handschuhe gesammelt hat. Und es ist bedauerlich, aber er lebt es und darauf kommt es letztendlich an. Für die Geschichte mit dem Abseits hat Ralf Minge eine einfache Erklärung. Ich glaube, beim Benny hängt das damit zusammen, dass er nicht so gern läuft. Und dann steht man zwangsläufig ab und zu in Abseits. Als Ulf ungefähr so alt war wie die meisten der Benny-Bezwinger, musste er oft gegen eine weibliche Übermacht kämpfen, seine beiden Schwestern. Hallo Brüderchen, kannst denn du dich noch erinnern, als wir Kinder waren und wir uns öfters mal gezofft haben, haben wir dich ins Zimmer eingesperrt und du hast vor lauter Wut natürlich den Schuh durch die Scheibe geworfen und wir mussten unsere Sportbüchsen leeren. Genau so. Ja, Ulf, du warst schon ein ganz schönes Schlitzohr. Du hast dir von den großen Jungs die Hausaufgaben machen lassen, damit du schnell zum Fußballplatz konntest. Die Ferien verbrachte der kleine Kirsten in Münchritz bei den Großeltern. Hallo Ulf, weißt du das noch, wenn du in Münchritz warst im Urlaub? Da musste ich dich immer in der Badewanne stecken. Du warst so dreckig durchs Fußballspielen. Ulf sprühte aber nicht nur auf dem Fußballplatz vor Temperament. Wenn man ihn zu Hause nicht sieht, also hören tut man auf jeden Fall. Zurück zum großen Dresdner Fußballabend. 11 Jahre lang trug er das schwarz-gelbe Hemd, was gleichzeitig die Stadtfarben von El Florenz symbolisiert. 11 Jahre bei Dynamo Dresden. Heute ein letztes Mal. Zweite Halbzeit, die letzten 45 Minuten der Ulf-Kirsten-Festspiele. Aber zunächst machten seine Freunde weiter die Musik. Freddy Bobic. Ulf war ganz einfach anders als seine Stürmerkollegen, die natürlich ganz genau wussten, wo die Tore standen, wo der Ball hin musste. Oliver Bierhoff, Rudi Völler, Jürgen Klinsmann,
und auch Karl-Heinz Riedle, alle wechselten irgendwann zu großen Vereinen ins Ausland. Aber Ulf blieb sich und seinem Bayer-Club immer treu. Selbst wenn die Versuchung Bella Italia hieß. Ich war damals mit seiner Frau da, die Diana, er, und hat ein wunderbares Haus auf dem Berg. Man konnte auf Verona gucken, auf den Gardasee. Und der Ulf, der natürlich sehr bodenständig ist, eine hohe Identifikation zu unserem Club und der Region hatte. Und der dann noch nicht auf den letzten Markt geguckt, der hat gesagt, wisst ihr was, das Haus gefällt mir nicht. Ich komme nicht hin nach Verona, ich bleibe in Leverkusen. Dieser Abend hatte aber auch unheimlich viele Geschichten zu bieten. Zum Beispiel diese. Kirsten bedient seinen alten Schulfreund Stübner und der erzielt das Tor. Beide marschierten im Gleichschritt in die Nationalmannschaft der damaligen DDR. Bis zur Wende gingen sie gemeinsame Wege. Aber dann ging es für den einen steil bergauf und für den anderen steil bergab. Erneut Kirsten, der jetzt für seine Schwarz-Gelben die Aufholjagd eröffnet. Auch Torhüter Butt hatte ein feines Gespür dafür, was an so einem Abend Spaß macht. Und zwar allen. Doch Spaß beiseite, Ulfs Vereinswechsel ins Ausland war immer wieder ein Thema. Manager Rainer Kallmund predigte auf sein Juwel unermüdlich ein. Doch in einem Fall reichte das immer noch nicht. Na klar, Benfica Lissabon, eine Religion in Portugal, das war was für ihn, aber da war es für uns schwierig, ihn gehen zu lassen. Das haben wir mal versaut. Ich persönlich. Ulf ist unerbittlich, wenn es darum geht, noch mehr Tore zu erzielen. Gnadenlos treibt er den Ball auf kürzesten Weg zum gegnerischen Tor, findet auch immer wieder die berühmte Lücke und kann sich riesig freuen. Freuen über diese Erlebnisse. Tore zum Genießen. Und wenn dann der Gegner sogar mal traf, dann hatte er Kirstens Ehrgeiz so richtig rausgekitzelt. Und an diesem Abend wollte Ulf natürlich für seine Schwarz-Gelben auch noch den Ausgleich erzielen. Und selbst wenn der Ball in Zeitlupe über die Linie kullerte, Kirsten, immer ein Erlebnis. Und vielleicht kann er Inchens Torres hier wieder auftauchen und ihn auch mit Dresden wieder in die Bundesliga führen. Das wäre fantastisch. Der ganz normale Wahnsinn. Ein Vollblutfußballer mit seinen Toren lässt sogar einen ehemaligen Trainer ins Schwärmen geraten. Und nicht nur ihn. Längst ist der Name Kirsten auch untrennbar mit Bayer 04 Leverkusen verbunden. Der Schwatte war bis zum Ende seiner Karriere ein echter Torjäger, aber nicht nur das. Bilder dieser Art sind nicht die Ausnahme, sondern der Alltag bei Bayer. Er ist ja mittlerweile hier, sag mal, in Leverkusen das Symbol geworden von Bayer Leverkusen und ich glaube, er fühlt sich sehr wohl. Also wir wissen schon, was wir an ihm haben. 13 Jahre Bayer 04, das sind 13 Jahre Episoden und Nähkästchenplaudereien wie die folgenden Erklärungsversuche im Anschluss an einen Hattrick nach längerer Zeit der Erfolglosigkeit. Wir haben da eine gewisse Staubsauger-Vertreter-Philosophie und die hat er sehr gut verstanden und umgesetzt. Können Sie da was mit anfangen? Ich ja, aber Sie bestimmt nicht. Was für eine Philosophie? Das geht jetzt zu lang, da in der Sendung zu... Nee, bitte, das müssen Sie uns erklären. Na ja, nochmal, jetzt nicht. Worum geht's da? Nein, das kann ich nicht sagen. Dann wenden das die anderen Mannschaften auch an und sind wir im Nachteil.
Mit der Staubsauger-Vertreter-Philosophie wurde Ulf 1997 und 98 Bundesliga-Torschützenkönig. 22 Mal ließ es der Schwatte jeweils krachen. Da ist er, hat sich vorne eingeschaltet. Jens Nowotny auf Ulf Kirsten. 1:0. Aus Sicht der Leverkusener die Gästeführung. Ach, hätte er doch gegen Maribor mitspielen dürfen. Aber da war er gesperrt. 5,5 Jahre haben sie nicht mehr gewonnen gegen Lautern zu Hause. Vielleicht jetzt Ulf Kirsten. Es passiert. Das 2:1. Vom Posten springt die Kugel noch. Hier Rink gegen Paslak. Und Se Roberto verpasst Riedel den Absatzkick. Rink gegen Paslak. Kirsten 1, 2, 3, 0 zu 2 in der 52. Minute. Ein Doppelschlag nach der Pause. Ulf hat sich und andere nie geschont. Doch 20 Jahre in der ersten Liga schafft kein Fußballer nur mit Glück. Kirsten wusste genau, sein Körper ist sein Kapital. Der Masseur kann es bestätigen. Ulf, die wollen mich hier vergewaltigen. Ich sollte irgendwas erzählen. Aber ich habe nichts Negatives zu erzählen. Und grüßen kann ich auch nicht, weil wir uns ja jeden Tag sehen. Du bist nach wie vor morgens der Erste, abends der Letzte. Also die Bank ist für dich bereit, die Geräte stehen auch noch alle bereit. Dann bis später. Selbst nach Beendigung seiner Karriere ist er immer noch ein Vorbild an Ehrgeiz, Einsatz und Bewegungsdrang. Ja, Ulf ist zwar jetzt Co-Trainer, aber wenn er mittrainiert, jetzt fängt er im Training immer noch streiten an, weil er kein Spiel verlieren kann. Und so einen Typen brauchen wir. Am Abend des 16. November 2003 der historische Moment, das definitiv letzte Tor von Ulf Kirsten. Danach war Schluss. Für immer. Ich hatte eigentlich zum Anfang schon Tränen in den Augen, wo ich raus bin, auch nochmal Tränen in den Augen, zwischendurch mal ganz kurz, aber das hat ja keiner gesehen, Gott sei Dank. Es ist einfach, ich hätte es mir nicht so gedacht oder erhofft. Auf diesem Wege möchte ich mich nochmal herzlich. Bumm, hallo Fans, auf diesem Wege möchte ich nochmal Danke sagen. In den nächsten 45 Minuten können wir nochmal in Erinnerung kramen. Punkt. Hierbei wünsche ich euch viel Spaß. Ich hau das Ding bald. Ich will sogar noch was draufstehen auf den Zettel. Ach, können wir nochmal in alten Erinnerungen schwelgen, ne? Also? In den nächsten 45 Minuten können wir nochmal in Erinnerung kramen oder denkwürdige Spiele Revue passieren lassen. Viel Spaß dabei. Oh, scheiße. War falsch, ne? In den nächsten 45 Minuten können wir dann nochmal in Erinnerungen kramen. Und ich freue mich, dass du endlich mit diesem scheiß Fußball aufgehört hast und endlich mehr Zeit hast für uns. Wir lieben dich! So, das war's. Ich hoffe, es hat euch etwas Spaß gemacht.
Wir sehen uns auf alle Fälle wieder, ob in Dresden oder Leverkusen, aber auf jeden Fall im Stadion. Euer Ulf.